Am literarischen Quartett heute aus Mainz nehmen teil, wie üblich, Helmut Karasek, Der Spiegel, Hamburg. Sigrid Löffler, Mitarbeiterin der Süddeutschen Zeitung in Wien. Und Marcel Reich-Ranitzky von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Unser Gast heute, Frau Verena Auffermann. Frau Auffermanns Artikel werden seit vielen Jahren, nicht gar so vielen, denn sie gehört ja noch der jüngeren Generation an, gelesen, vor allem in der Süddeutschen Zeitung und in der Frankfurter Rundschau. Und eben in dieser Eigenschaft als Kennerin der zeitgenössischen Literatur, aber auch der Kunstgeschichte, haben wir Frau Auffermann eingeladen. Wir werden heute über 5 Bücher wie üblich sprechen, aber alle 5 sind von Ausländern. Ausländische Literatur, keine deutsche. Das hat Gründe, dass wir keine deutschen Bücher ausgewählt haben. Wir werden später vielleicht darauf zu sprechen kommen. Wir beginnen mit dem Polen Zbigniew Herbert und dessen Prosabuch, das ist ein Lyriker an sich, dessen Prosabuch Stillleben mit Kandare. Ja, Zbigniew Herbert ist 70 Jahre alt, er ist Pole, er lebt in Warschau. Er ist, Herr Reichens sagt es schon, als Lyriker international bekannt geworden. Einer seiner wichtigsten Bände heißt Herr Cognito. Er hat aber auch sehr viele Essays geschrieben und Reisebeschreibungen. Ein sehr schönes Buch ist Baba in meinem Garten. Und heute geht es um das Buch Stillleben mit Kandare. Es sind einzelne Erzählungen. Er nennt es Apokryphen und Skizzen, die sich mit Holland des 17. Jahrhunderts auseinandersetzen. Er fasst die Geschichte Hollands aus ganz verschiedenen Perspektiven zusammen. Er kommt über die Landschaft zur Kunst, über die Kunst zum Handwerk und beschreibt in sehr unterschiedlichen Einsichten in die Lebensweise dieser Menschen, versucht er ein Kaleidoskop einzufangen des 17., des sogenannten goldenen Jahrhunderts in Holland. Ich finde das ja ganz riskant, was Zbigniew Herbert hier gemacht hat, denn er schreibt über eine Epoche, über die es weiß Gott genug Literatur gibt. Es gibt vom Simon Schermer angefangen wunderbare, große Standardwerke. Auch in den letzten 5, 6 Jahren sind eine Menge über das goldene Zeitalter Hollands erschienen. Zufällig bin ich da ein bisschen eingelesen und ich war vorher ein bisschen skeptisch und dachte, was wird er mir noch Neues über diese Zeit zu erzählen haben. Ich muss sagen, für das Buch und für diese Essays spricht, dass er doch wieder bei einzelnen dieser Geschichten einen Ansatz gefunden hat, der neu war, der originell war oder der noch nicht so ab- und ausgeschrieben ist, wie beispielsweise, würde ich nur sagen, der Tulpenwahn. Den hat man schon oft gelesen. Aber er hat schon ein paar Ansatzpunkte, die neu sind. Also ich denke, dass die Titelgeschichte das war, was mich am meisten bewegt hat. Denn eigentlich ist er ein großer Verehrer von Holland, ein Bewunderer eines Landes, das im goldenen Zeitalter damals, glaube ich, die größte Freiheit in Europa geboten hat, das seine heroische Vergangenheit im Kampf gegen die Spanier nicht etwa verklärt hat, zu heroischen Schlachtengemälden. Das alles beschreibt er mit einer großen, humanen Bewunderung. Aber er beschreibt einen Maler, von dem es nur ein einziges Bild gibt. Alle anderen sind vernichtet. Es gibt 2 weitere Bilder in Beschreibungen, sind sie vorhanden. Und dieser Maler hat trotz dieser liberalen Zeitläufte ein schreckliches Schicksal in Holland gehabt. Er ist der letzte Mensch, der letzte namhafte Mensch, der Folter unterzogen wurde oder unterworfen wurde. Er ist dann vom englischen König gerettet worden. Er war aber wohl ein Tu-nicht-gut und ein Frauenheld und ein Gotteslästerer. Und das hat ihn auch wieder aus England vertrieben. Und er ist zurück aus Heimweh nach Holland und ist da schmählich wieder ins Gefängnis geworfen worden und vernichtet. Ich sage, dass deshalb diese Geschichte ist deshalb so aufregend, weil Herbert wohl ein bisschen beschreibt, was dem Künstler selbst in ganz liberalen Zeitläuften zu drohen in der Lage ist. Und das fand ich sehr aufregend. Und ich finde, diese Essays, es sind wohl mehr Essays und Skizzen, übrigens eine wunderbare Skizze über Spinoza, wie er nach dem Tod seiner Mutter
gegen seine Geschwister einen Erbstreit beginnt. Der weltabgeschiedene Philosoph streitet um jedes Bett und um jeden Stuhl. Aber als er sich gegen die Geschwister durchgesetzt hat, verschenkt das ihn einfach. Er wollte eigentlich nur zeigen, dass er nicht so entrückt ist. Und das sind alles sehr kluge und schöne Einsichten und Miniaturen in eine sehr humane Zeit. Ja, ich habe ein bisschen mich manchmal da erinnert gefühlt, weil Sie gerade diese Spinoza-Episode erwähnt haben. Es ist ein bisschen aus dem Schatzkästlein des niederrheinischen Hausfreunds. Mhm. Es gibt andere Erzählungen drinnen, andere Texte, Essay-Texte, die vielleicht ein bisschen substanzreicher sind. Ganz am Anfang sagt er mal, soll ich nun den Landweg benutzen oder die Fantasie? Und ich muss sagen, ich war sehr traurig, dass er doch den Landweg benutzt hat und sich nicht getraut hat, seiner Fantasie so sehr viel Raum zu geben. Ich hatte das etwas bedrängende Gefühl, manchmal ist es ja angenehm, aber in diesem Fall fand ich es eigentlich eher unangenehm, dass er sich zu sehr der vielen Literatur, von der wir vorhin schon sprachen, anheimgefallen ist und zu viel gelesen hat für diese einzelnen Essays. Sie sind mir absolut überfrachtet. Interessiert hat mich besonders das Porträt, was er versucht, dem Maler Terborch zu widmen. Aber er verhaspelt sich. Er versucht nicht, die Bilder zu beschreiben und von den Bildern Rückschlüsse zu ziehen, sondern er bleibt in einer ganz großen und vielleicht schönen Bewunderung, in einer Hochachtung davor stehen und traut sich nicht, so wie zum Beispiel John Berger das in seinen Essays macht, aus dem, was er sieht, Schlussfolgerungen zu ziehen. Das Einzige, was er sagt, Terborch hat prächtige Bilder gemalt, herrliche Frauen in prunkvollen Gewändern, aber er kannte auch die Armut. Naja, aber das Verhaspeln ist das Schöne. Das Verhaspeln dieser Schlusszweifel, diese Irritation, in die er auf einmal kommt, indem er sagt, ich weiß, wie die Armut aussieht. Ja, aber da gibt es ein einziges Bild, auf das er sich bezieht. Gut. Und das Bild ist natürlich sehr zweifelhaft, ob es wirklich die Armut so dargestellt hat. Aber das ist Herbert. Ich kann Ihren Einwand gut verstehen, aber ich glaube, dass Ihr Einwand eine Wurzel hat. Die Sache ist die, Lyriker, jedenfalls modernere deutsche Lyriker, können nicht erzählen. Es ist ein altes Klischee. In der modernen Literatur geht die Erzählung in die Lyrik, über die Lyrik in den Essay in Drama, ist alles Quatsch. Die deutschen Lyriker der letzten 50 Jahre können überhaupt nicht erzählen. Celan konnte es nicht, Günter Eich konnte es nicht, Sarah Kirsch kann es nicht, ich kann 20 andere nennen, ich kann auch gleich die beiden Ausnahmen nennen. Von der gesamten deutschen Literatur der letzten 50 Jahre kenne ich zwei Lyriker, die auch Erzähler von Graden waren. Nämlich Marie-Louise Kaschnitz und Günter Grass. Grass kann beides. Lange her, seit er Lyrik geschrieben hat, aber er kann beides. Herbert ist auch kein Erzähler. Herbert ist ein Lyriker und im Grunde immer Lyriker. Er hat hervorragende Hörspiele geschrieben. Das sind lyrische, poetische Hörspiele. Und auch diese Prosastücke sind keine Erzählungen. Es sind eher Mischungen, glaube ich, aus Lyrik und Essay. Das ist Ihr Einwand, dass Sie sagen, er beschreibt dies nicht und jenes nicht, eben weil er nicht erzählt. Und weil er sich das Recht des Essayisten nimmt, das zu berühren, das zu zeigen, was er zeigen will. Und gar keine Verpflichtung hat gegenüber den Stoffen, den Bildern. Ich weiß nicht. Über einen Punkt bin ich mir nicht im Klaren. Notebohm hat ganz interessant über dieses Buch neulich, ich glaube in der Wochenpost, geschrieben und hat dem Verlag bittere Vorwürfe gemacht. Er hat gesagt, erstens ist kein Register da, ein Register der Bilder und der Maler hätte da sein sollen. Zweitens, das ist das Interessantere. Er sagte, warum sind keine Abbildungen dieser Bilder da? Selbst das Titelbild ist nur in einem Ausschnitt, wo die entscheidenden Teile fehlen. So doof sind nicht einmal Verleger und Lektoren. Auf die Idee wäre der Verlag schon gekommen, dass das Buch mit Bildern 10 Mark mehr kosten würde und jeder würde für die Bilder 10 Mark mehr geben, für ein Buch mit Bildern. Nur, ich erinnere mich daran, dass Goethe an den Cotta geschrieben hat, um Gottes Willen den Faust ohne Bilder, nur keine Kupfer. Goethe hat das Nun ist der Faust aber auch selten eine Beschreibung einer Galerie von Bildern. Goethe hat gesagt, langsam, das stimmt schon. Nur Goethe hat gesagt,
keine Bilder, weil die Fantasie des Lesers einengt. Der soll mal selber sich alles vorstellen und nicht nur und nicht sich auf Bildern ansehen. Das es stimmt, ist möglich. Aber in dem Moment, wo es sozusagen ein zwei Drittel dieser Essays von Bildern handeln, ja, und notabene von Bildern, die man wahrscheinlich nicht präsent hat, wie zum Beispiel dieses Stillleben mit Kandare, da ja, würde man eigentlich ganz gerne eine kleine ja, Abbildung haben. Deswegen habe ich es doch gesagt. Aber ich kann es mir vorstellen, dass der Herbert gesagt hat, Bilder sind nicht nötig. Das heißt, dass er seine Prosa nicht der Kontrolle ausliefern wollte, eines Lesers, der alles mit den Bildern vergleicht. Entschuldigung, ich kann doch mal, man kann doch sein eigenes Leseerlebnis an dem Buch schildern und dann weiß man, was dabei. Es macht neugierig auf die Bilder. Entweder, wenn man das zu Hause hat, geht man an den Bücherschrank und holt seine entsprechenden Kunstbände raus, guckt die Bilder nach. Oder ich habe es im Urlaub gelesen, wo ich nichts davon hatte. Ich ja, habe sofort beschlossen, die nächste Reise, die ich wirklich mir leisten kann, nach Holland auf den Spuren von ihm zu machen. Das wird nicht so leicht werden, denn Notebohm weiß, wovon er redet. Der sagt, bei vielen dieser Bilder wissen wir gar nicht, wo sie doch hängen. Er sagt ja, sie doch, hängen in Berlin, nein, sie hängen in Wien, nein, er sagt genau, sie hängen in Florenz. Also ist es nicht so kompliziert, ja, die Bilder zu finden. Ja. Aber interessanterweise gefielen mir in diesem Buch am besten die Geschichten, die gar nichts mit Bildern zu tun hatten. Und am besten gefiel mir eine ganz, ganz kurze Geschichte, heißt Hölle der Insekten und handelt von einem Naturforscher, der nach Willen seiner Eltern Mediziner werden sollte, es auch studiert hat, aber seinem Leben den Insekten anheimgefallen, so sehr, dass er auch sehr, sehr früh krank wird und ja, die Tage mit den Insekten zubringt und die Nächte mit irgendwelchen Nightmären heimgesucht wird. Und dann stirbt er und in der Stunde des Todes gehen die Ameisen seinen Adern entlang und Nachtfalter legen sich auf seine Augen. Ja. Also ich meine, da brauche ich kein Bild. Ja. Da hat Besser, dass wir kein Bild haben. Nein, da hat mir der Erzähler... Bosch wäre ein guter Illustrator dafür. Da hat mir der Erzähler so auch ganz genau gezeigt, dass er in der Lage ist, auch Bilder zu schreiben. Und ich wollte nun zu dem Lyrischen sagen, ja, dass man immer zwischen den Sätzen, wenn er sich frei lässt, wenn er sich die Freiheit gönnt, von seinem Thema etwas Abstand zu nehmen, von der Ordentlichkeit, von der Bravheit, dann ist es ganz wunderbar. Ich könnte also so einen Katalog von Sätzen herausstellen. Frau Auffermann, nur ein Einwand zu dem, was Reich-Ranicki gesagt hat. Lyriker können keine Erzählungen schreiben. Ich wage die Behauptung, Herbert will hier gar keine Erzählung schreiben. Weil er gemerkt hat. Nein, nicht weil er gemerkt hat. Ja. Dies hat sich ja, für mich, jetzt ja, sage ich mal etwas von meinem spontanen Leseeindruck, dies hat sich so viel besser gelesen als unendlich viele Erzählungen, die ich in letzter Zeit gelesen habe. Ja. Dass es mir nicht fehlt, sagt Gott, jetzt kann er keine Erzählung schreiben. Nein, aber er kann was viel Besseres. Aber ich habe so, Ich bin doch froh, dass er keine Erzählung schreibt. Bilder, er benutzt Gemälde, historische Fakten, Angelesenes, gleichwertig mit seiner Fantasie. Und dies gibt den Texten eine manchmal sicher dilettantische und amateurhafte Leichtigkeit, aber die ist durch Herberts souveränes Talent so schön gedeckt, dass ich eigentlich nicht wüsste, welche Teile des Buchs mir nicht gefallen. Naja, also man müsste es vielleicht auch noch mal in einen Zusammenhang bringen, die Form mit dem Inhalt. Die Grundthese für Holland bei Herbert, wenn ich ihn richtig verstanden habe, ist die, es ist ein Zeitalter, das das Nicht-Grandiose gefördert hat. Das Nicht-Heroische, das Nicht-Grandiose, wo das Gewöhnliche und das Pathetische gleichwertig waren. Also sagen wir, der abgebildete Zinnteller und der Krug genauso wie ein Schlachtengemälde, wahrscheinlich sogar wichtiger. Also dieses Nicht-Grandiose ist natürlich auch eingegangen in die Form. Ja, aber das war alles hoch
belastet mit Symbolen. Jedes Ding hatte seinen Sinn. Ja. Jeder geschälte Apfel, jeder Krug, jedes halb ausgetrunkene Wein, jede Kerze, die sei sie nun gerade, angebraucht oder nicht. Frau Auffermann, also gerade an dem Stillleben mit Kandare hat er auch diese Interpretamente geliefert, die Lesarten, dass es ein Geheimbild der Rosenkreuzer gewesen sei und der und derlei Dinge. Also gebildet ist er ja. Noch hinzufügen. Ich glaube, ich bin ein bisschen missverstanden worden. Ich denke nicht daran, Herbert vorzuwerfen, er könne nicht erzählen. Im Gegenteil. Ich bin ihm dankbar, dass er, der primär ein Lyriker und ein Essayist ist, nicht versucht hat zu erzählen. Wir haben ja in der deutschen Literatur der letzten 30 Jahre allerlei Erfahrungen mit Lyrikern, reinen Lyrikern, die auch mal versucht haben zu erzählen, ist kräftig daneben gegangen. Nein, das ist diese Art Prosa, scheint mir den Absichten des Autors absolut angemessen zu sein. Nun sagten Sie aber etwas mit den Insekten. So ganz unter uns. Ich habe nicht gern Insekten. Ich meine, aber das geht nicht. Sag Kafka, jetzt kommt Kafka. Nein, es kommt nicht Kafka. Ich wollte Sie nur bitten, Insekten. Das zurückzustellen. Ja. Wir kommen schon noch auf Insekten. Ich weiß. Ist unausweichlich. Ja, unausweichlich. Nur, ich will nur ganz kurz sagen, wegen Insekten, ob das die Fliegen sind bei Sartre, ob diese Geschichte von Kafka nicht zu seinen Allerbesten gehört. Insekten verführen die Autoren. Wer gehört nicht zu den Besten? Die Verwandlung. Wie bitte? Ja, nein. Das ist eine ungeheure Behauptung. Ich also bitte. Nein. Das ist die beste Geschichte, die Kafka geschrieben hat. Herr Karasek, also, Herr Reichernitzki, bitte ziehen Sie die Chitinpanzer wieder aus. Wir kommen noch zu den Insekten. Ja, wir kommen zu den Insekten. Aber nein, ich wollte das nicht so stehen lassen. Nein. Also Kafka hat wirklich ein makelloses Meisterwerk geschrieben. Ja. Er hat mehrere, aber das makelloseste ist Herr die Karasek. Verwandlung. Ja, wir leben trotz in einem Land, in dem die Meinungsfreiheit ja, geht. Entschuldigung. Ja? Ich meine, das ist unglaublich. Ich finde den Hungerkünstler das große Meisterwerk unter dem Erzählen. Ist erlaubt. Aber bleiben Sie bei Ihrem Gregor Samsa mit diesem Käfer, diesen abscheulichen Käfer. Und ich bei meinem. Aber jetzt müssen wir uns im Übrigen ist Gregor Samsa gar kein Käfer, wie das von Kafka gebilligte Titelblatt der Erzählung zeigt, sondern ein junger Mann. Ja. Das, gut, aber dass das es ein junger Mann ist, wissen wir. Aber der sich nicht verwandelt. Also aber jetzt, gut, Schluss, Kafka erledigt, großer Schriftsteller, wir wissen es, einverstanden. Jetzt kommt der nächste, ich habe den Titel aufgeschrieben, weil er so lang ist. Peter Hoeg, Fräulein Smillers, Gespür für Schnee. Dieser Peter Hoeg ist ein dänischer Schriftsteller. Das hat mit der gesamten Situation der deutschen Literatur zu tun. Die Verleger wissen nicht mehr, was sie drucken sollen. Die Engländer, Amerikaner, Franzosen, Italiener reichen nicht. Jetzt kommen alle Holländer, Dänen. Und das ist gut so, dass die kleinen Völker auch auf dem deutschen Markt sind. Die Autoren können davon profitieren. Wollten Sie nicht einfach sachlich erzählen, worum es in diesem Buch geht? Ja, gleich kommen wir. Ja, kommen wir. Da ist aber nicht viel zu erzählen. Peter Hoeg ist ein junger Autor, das heißt, er ist nicht mehr jung. Das ist heutzutage das Übliche. Die jungen Autoren sind meist schon bald 40, der ist 37. Er war mal Schauspieler, Tänzer, glaube Matrose und hat jetzt einen zweiten Roman, eben diese Smiller, Fräulein Smiller, veröffentlicht. Der Roman ist schon in vielen Sprachen erschienen, der Roman wird schon verfilmt und der Roman ist so ein Buch, das Dänemark und Grönland spielt, nachher der zweite Teil auf einem Schiff. Es geht um ein Zentralmotiv. Ein Kind wird tot gefunden. Da liegt ein ganz relativ kleines, 6, 7 Jahre altes Kind, offenbar vom Dach des Hauses runtergefallen. Nur es geht so immer die Frage, naja, runtergefallen, vielleicht hat ihn einer geschubst, vielleicht war es kein Unfall, vielleicht war es doch Mord. Panik. Ja, jedenfalls Fräulein Smiller, die Hauptfigur, glaubt, das war kein Unfall und geht der Sache nach. Ein Detektiv weiblichen Geschlechts, sie ist die Ich-Erzählerin. Das finden Leute so merkwürdig. Ein Mann hat eine Frau zur Ich-Erzählerin gemacht. Na und? Meist machen Frauen die Männer zur Ich-Erzähler. Nicht schon polemisieren. Wir wollen doch noch wissen, worum es in dem Buch geht. Na ja, da haben Sie ungefähr das, worum es geht. Am Ende wird klargestellt, auf welche Weise, ich will es hier nicht laut sagen, auf welche Weise der Knabe umgekommen ist. Ja, also ich meine, ich habe doch nichts gegen das Buch gesagt. Nein. Nein. Also, Frau Löffler, bitte, los. Also für
das Buch, das ich gelesen habe, war, was Sie gesagt haben, die äußerste Zurückhaltung, die man sich angedeihen lassen kann. Schien mir auch angemessen. Ja. Sie schauen mich so auffordernd an. Soll ich das Buch jetzt in Schutz nehmen? Nein. Weiß Sie sollen sagen, was Sie meinen. Auch überhöht darf man sagen, was man meint. Also, ich gebe zu, dass mich dieses Buch eine schlaflose Nacht gekostet hat. Ich habe es in einem Zug durchgelesen und war nachher einigermaßen erbittert. Warum? Weil es so unbefriedigend ist auf der normalen, einfachen, schlichten Ebene der Spannung. Es erzeugt eine Spannung und es löst sie auf eine unbefriedigende Weise ein. Das ist ja jetzt mal der ganz banale Einwand. Jetzt sage ich mal was Positives. In der Tat finde ich die Heldin eine sehr erfrischende und interessante Figur. Der bin ich ganz gerne, nur 300 Seiten lang gefolgt. Sie ist eine interessant ausgedachte Figur. Eine Grönländerin, Gletscherforscherin, Eisforscherin, eine Naturwissenschaftlerin, Geografin und gleichzeitig eine Hobbydetektivin. Das ist eine zwar etwas ausgedachte und etwas künstliche Mischung, aber immerhin eine, die ein Buch schon tragen kann. Also ich denke, dass das ein ungeheuer aufgemotztes Buch ist. Ein Buch, das sehr viel prätendiert, was es nicht hat. Ich möchte doch einen Satz vorlesen. Bertrand Russell hat einmal geschrieben, beginnt ein Kapitel, die reine Mathematik sei der Themenbereich, bei dem wir nicht mehr wüssten, wovon wir redeten oder inwieweit das, was wir sagen, wahr oder falsch ist. Nächster Satz, so geht es mir mit dem Kochen, sagt die Heldin. Und so ist das ganze Buch, es ist hochgequirlt, es hat so ein fortschrittliches Parlando, es benutzt aus diesen Gegensatz zwischen Grönland, der ehemaligen dänischen Kolonie, und Dänemark. Und es ist eigentlich leider daneben ein ziemlich schlimmer und schlechter Krimi. So. Ja, also von Krimis verstehe ich sehr wenig. Ich hätte, glaube ich, mehrere Nächte gebraucht. Ich bewundere Frau Löffler, wie sie das in einer Nacht passiert hat. Ich habe mich erstmal über die Heldin etwas erregt. Sie ist 1,50 und spirrelldünn. Und sie ist wahrscheinlich genau das, was ein Mann an einer Frau prima findet, wenn sie auch noch Detektivin ist. Denn sie klein und dünn finden Männer besonders reizvoll. Ja, wenn sie Detektivin ist. Und wenn sie so mutig ist, wenn sie sich erlaubt. Also sie ist, für mich ist sie eigentlich eine Robbe. Es wird auch einmal gesagt, dass sie sich am liebsten in der Badewanne aufhält und sich dann immer sehr heftig eincremt. Also sie ist eine Robbe, sie ist für mich überhaupt keine Frau. Und ich bin dem Buch eigentlich gutwillig gefolgt bis ungefähr auf Seite 180. Und da beginnt es absolut unglaubwürdig zu werden. Sie entkommt aus einem Schiff. Schiff, ja. Ein Schiff explodiert und sie springt von der Reling ins Eiswasser. Und sie schüttelt sich wirklich wie eine Robbe und kommt an Land. Und da ist natürlich dann auch gleich ihr Retter. Und da ist ihr ein bisschen heiß erst noch. Und die Haare sind weg, aber ist alles nicht so schlimm. Nächsten Tag sind die Haare übrigens wieder da. Und sie sind dann wieder da, wie so eine kleine Pelzkrause. Und dann beginnt aber der Teil, der nun absolut misslungen ist, und zwar die Expedition auf der Kronos. Sie lässt sich als Stewardess anheuern. Und dann gibt es für mich nur noch mordtechnische Angelegenheiten, die mich herzlich wenig interessieren, ob das nun im Schulterblatt eingerammt ist oder sie wieder den Schraubenzieher in der Hand hat. Und die Auflösung, das sagten Sie ja auch schon, des Ganzen ist dann wirklich sehr unbefriedigend. Frau Löffler, darf ich geschmacklos sein? Mit einer Sache möchte ich doch geschmacklos sein. Weil Sie haben gesagt, ein Mann, der sich eine Frau ausmalt, und das ist ihm ganz schön gelungen. Nee. Da wird der erste Beischlaf von ihr geschildert. Und ich muss es so geschmacklos sagen, wie es in dem Buch steht. Ich öffnete ihm die Eichel, um ihn mit meiner Klitoris vögeln zu können. Ende des Zitats. Mhm. Tja, das finden manche Leute offenbar schön und reizvoll. Ich weiß nicht, Dänemark wird das anders empfunden, sonst hätte es wohl der Autor nicht so geschrieben. Aber das ist nicht das Schlimmste. Ich habe eine Kritik, ich möchte dann nachher über andere noch sprechen, aber eine Kritik ist mir aufgefallen. Und zwar nicht schlecht, von Hajo Steinert in der Zeit. Der referiert das Buch sehr ausführlich und man findet, offenbar findet er es doch beachtlich, das Buch. Am Ende sagt er etwas ganz Überraschendes, einen fabelhaften letzten Satz. Nämlich er sagt,
nachdem ich das zu Ende gelesen habe, habe ich mir gedacht, daraus wird wahrscheinlich ein ganz guter Film entstehen und sonst ist gar nichts geblieben. Das heißt, das ist die einzige negative Kritik, die ich gefunden habe. Jedenfalls am Ende, Sache als Vorlage für einen Film, gewiss geeignet, sonst nicht der Rede wert. Das ist beachtlich aus folgendem Grund. Es ist unglaublich, das muss man einmal in unserem literarischen Quartett sagen, was sich in unserer Kritik jetzt abspielt. Es wird alles gelobt und über den grünen Klee gelobt. Und zwar maßlos. Die Vergleiche haben allmählich überhaupt keinen Sinn. Über dieses Buch von dem Peter Hoeg habe ich etwa 5 sehr umfangreiche Kritiken in großen Blättern. Ich spreche nicht von Kritiken im Aschaffenburger Tageblatt. In großen Blättern. Enthusiastische Kritiken. Da wird verglichen mit den größten Dichtern der Weltliteratur dieses Zeug. Das geht doch nicht. Also die FAZ hat, Herr Seibt in der FAZ hat es mit Homer, glaube ich, verglichen. Ja, halt, halt. Ja. Langsam, langsam. Also, Gustav Seibt hat es in der Tat wohl mit Dante und Homer verglichen. Mit Bayern, aber und, im Augenblick, auch mit Edgar und im Augenblick bin ich nicht in der Laune, auch nur ein schlechtes Wort über Gustav Seibt zu sprechen. Er hat einen ganz ausgezeichneten Artikel vorgestern publiziert gegen Ernst Nolte. Und es war die höchste Zeit, dass gegen diesen Historiker, der zu einem Teil ein Pseudohistoriker ist, ein Artikel gedruckt wurde, und zwar in der FAZ. Denn wir wollen nicht vergessen, dass in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, ich sage das zu meinem großen Bedauern, denn ich arbeite in diesem Blatt seit 20 Jahren, der Historikerstreit entfacht wurde. Und es war, was geschehen ist damals in den Jahren in dieser Zeitung, das ist bis heute nicht vergessen, und gut, dass es nicht vergessen ist, ist bedenklich und in hohem Maße bedauerlich. Aber wenn man jetzt, umso erfreulicher, dass junge Leute, junge Redakteure, dass eben Gustav Seibt und vor allem der Herausgeber der Neue, der FAZ, Frank Schirmacher, sich mit Entschiedenheit davon abwenden. Das ist höchst erfreulich, denn die Rolle von diesem Nolte, der zum Ideengeber von Rechtsradikalen geworden ist, ist höchst, höchst bedenklich. Und dass sich die FAZ abgewandt hat, ist mir für mich äußerst wichtig und erfreulich. Ja, das kann man nur unterstreichen, da kann man nichts anderes dazu. Eine kleine Theorie dazu, warum die Bücher so sehr gelobt werden. Es hängt wohl auch mit der bedrängten Lage der Literatur zusammen. Die Literatur steht ein bisschen unter Naturschutz. Das ist eine aussterbende Gattung. Und wenn dann noch irgendeine Giraffe durchs Bild geht, dann wird ihr applaudiert. Und insofern ist das vielleicht, mag auch eine Robbe sein. Aber warum muss man eine Robbe und eine Giraffe, die alleine, die braucht keinen Naturschutz, denn das ist ja ein Bestseller wahrscheinlich. Also der braucht keinen Naturschutz, sondern der braucht verdient schon die Auseinandersetzung damit. Und ich denke, dass Herr Reich-Ranicki nur etwas ganz Gefährliches gesagt hat, von dem ich nicht glaube, dass es so einfach ist. Ich glaube nicht, dass man ohne Umwege aus misslungenen Büchern gute Filme machen kann. Das, so einfach ist das nicht. Eigentlich brauchen gute Filme auch gute Bücher. Ich bin da gar nicht sicher. Aber gut. Aber das Unglück ist, dass Sie ein besserer Filmkenner sind als ich. Und Sie werden mir gleich Beispiele geben. Ich könnte schlechte Bücher nennen, aus denen großartige Filme gemacht wurden. Ich bin sogar der Ansicht, dass ein wirklich gutes Buch sich in der Regel nicht eignet als Vorlage. Es gibt ein sehr bekanntes, gutes deutsches Beispiel. Das ist eine Abschweifung, aber der Blaue Engel ist ein guter Film nach einem guten deutschen Roman. Es ist ein aber guter Film. Ich wollte noch etwas sagen zur Kritik. Bei diesen Kritiken zu diesem Buch hatte ich doch den Verdacht, dass es hauptsächlich von Männern so hoch gelobt worden ist. Und das sind vielleicht junge Männer, die vergessen haben, eine Kindheit zu haben und jetzt diesen Abenteuerspielplatz in die Romane verlegen. Anders kann ich mir diesen Jubel über dieses Buch wirklich nicht erklären. Und es ist so etwas Nachgeholtes. Also kann ich daraus schließen, dass ich eine glückliche Jugend gehabt habe, weil mir das Buch nicht gefällt? Sagen Sie mal, ich habe einen ganz schlimmen Verdacht. Furchtbar, so etwas über Kollegen zu sagen, ist schrecklich. Ich habe den Eindruck, dass viele Kritiker heute in deutschen Zeitungen Bücher loben und preisen, weil es sich besser lebt,
wenn man der Losung folgt, seid nett zueinander. Nein, vor allem die Münchner Kritiker mit der Süddeutschen Zeitung an der Spitze pflegen Hansa-Bücher, der Karl-Hansa-Verlag ist auch in München, immer zu loben. Nein, das geht nicht so einfach. Ich würde das eher auf innere Schwierigkeiten nicht groß gewordener Kritiker zurückführen. Dass die alles loben. Ich habe gehört, dass Kritiker auffallen wollen, indem sie alles verreißen. Das ist aber gar nicht einfach. Ja. Das wissen Sie sehr genau, Herr Reichern. Was ist nicht einfach? Ja, loben oder verreißen? Zu verreißen ist gar nicht einfach. Zu loben ist einfacher. Denn die Argumente für einen Verriss zu finden, ist unweit komplizierter als zu loben. Nein, also ich bin überhaupt nicht mit Ihnen einverstanden. Das ist eine so prinzipielle Frage, dass man es einmal sagen muss. Nein, das stimmt überhaupt nicht. Im Gegenteil, die negative Beurteilung eines Buches ist deshalb nicht so schwer, weil das Schlechte in einem Buch in der Regel mit den Händen zu greifen ist. Bei dem guten Buch ist es nie zu greifen. Bei dem guten Buch fällt er auf die Knie und sagt, es ist gut, der Kritiker. Hören Sie mal zu, es gibt einen herrlichen Satz. Zu meinem Leidwesen kann ich nicht sagen, von wem. Der Satz ist entweder von Friedrich Schlegel oder August Wilhelm Schlegel. Ich habe schon einen Preis ausgesetzt für den Germanisten, der mir findet, wo das Zitat steht. Aber keiner kann es finden. Vielleicht habe ich selber den Satz erfunden. Wahrscheinlich. Ja. Also, jetzt, der Satz lautet folgendermaßen, sinngemäß. Jede Kritik hat in einem bestimmten Augenblick den Punkt erreicht, wo der Kritiker sagt, und außerdem ist dieses Buch, missfällt mir dieses Buch. Oder, und außerdem gefällt mir dieses Buch. Die Sache ist die, dass der Augenblick, wo der Kritiker nicht mehr argumentieren kann, sondern nur noch sagt, und dieses Buch gefällt mir, schneller da ist, schneller als bei der Ablehnung. Es ist immer schwieriger, die Zustimmung zu formulieren, als die Ablehnung. Aber meine Schwierigkeit bei Smilna ist folgende. Ich glaube, bis zu diesem Punkt, das ist etwas hochgestochen, ja ein existenzieller Punkt, wo man bei einem Buch oder bei einem Film oder bei einem Theaterstück an die Stelle kommt, sagt, warum missfällt mir das oder warum gefällt mir das? Dieses Buch geht nicht in solche Dimensionen. Das ist also eine Scharteke. Schreiben kann er schon, der Peter Hoek. Aber der Plot ist derartig kompliziert, dass er zum Schluss die Fäden nicht mehr zusammenkriegt, sie einfach so fallen lässt. Da hat er einen, darf man das sagen, einen Meteoriten und irgendwelche komische Würmer. Das sollten wir nicht verraten. Darf ich auf noch einen Umstand in diesem Zusammenhang aufmerksam machen. So wie es im Allgemeinen leichter ist, das Negative zu artikulieren, einem Kunstwerk, als das Positive, sind, das ist kein Zufall, in der Weltdramatik die negativen Figuren in der Regel interessanter als die positiven. Iago ist interessanter als der Doofkopf Othello. Natürlich. Und die deutsche Literatur hat das natürlich übertrieben. Die interessanteste Figur der gesamten deutschen Bühnenliteratur ist natürlich gleich der Teufel. Denn es eine bessere Figur als den Mephisto hat noch keiner. Aber das wäre eine gute Überleitung, oder? Dostojewski. Fjodor Dostojewski. Jawohl. Ja, Verbrechen und Strafe. Ja, ein Roman, der früher anders hieß. Schuld und Sühne. Ein sehr moralisierender Titel, der jetzt abgeschafft wurde durch die neue Übersetzerin Svetlana Geier, die wahrscheinlich korrektere Übersetzung gefunden hat, Verbrechen und Strafe. Petersburg 1865. Es ist ein Detektivroman, ein Kriminalroman, der zweite an diesem Abend. Ein verarmter Student bringt eine Wucherin um und deren Schwester. Zunächst mal scheinbar ohne Motiv. Im Laufe des Romans werden die Motive nachgeliefert, vielleicht auch erst nacherfunden.
Es gibt eine Fülle von Motiven, die werden langsam herausgearbeitet. Es ist ein Detektivroman, der also nicht die Frage stellt, wer ist der Täter. Der Täter steht von Anfang an fest. Wir wissen es. Die Spannung, die der Roman erzeugt, wird eigentlich dadurch aufrechterhalten, dass wir wissen wollen, auf welche Weise wird er überführt. Es geht gar nicht mal wiederum so sehr um die Überführung, sondern dass dieser Raskolnikow, der Student selbst, eigentlich geradezu danach drängt, sich zu verraten, sich preiszugeben, sich als der Mörder bekannt zu machen, dass man eigentlich als Leser die ganze Zeit Angst davor hat, wann wird er sich jetzt schon wieder verraten. Naja, es ist natürlich eigentlich der Kriminalroman völlig unwichtig, weil es der große Diskurs am Ende des 19. Jahrhunderts ist, der Diskurs des 20. Jahrhunderts werden sollte, gibt es so etwas wie Menschen, die man ermorden kann, weil sie nicht wert sind zu leben. Das ist ja ein sehr diabolisches Thema. Also das lebensunwerte Leben hat eigentlich der Dostojewski damit erfunden. Er hat es erfunden, aber er hat es gleichzeitig verworfen. Er hat es. Also so genau würde ich das würde er hat würde es ich zur das Frage sagen. Gestellt. Er ob er es Problem. Verworfen hat, würde aber ich mal dahingestellt sein lassen. Aber also, das ist das, was dieses Buch auszeichnet. Nun, also ehrlich gesagt, es ist sicher verdienstvoll, ein Buch neu herauszubringen. Mir war der Titel Schuld und Sühne, von dem ich immer lese, er sei so moralisierend, genauso klar wie der neue Titel. Was ist daran besser an Verbrechen und Strafe? Doch nein, Herr Karasek, schon. Es gibt im deutschen Gericht einen Schuldspruch. Das ist sozusagen die Verurteilung zu einer Strafe. Also zunächst einmal ist das Original maßgebend. Russisch heißt es nicht Schuld. Und ich habe noch mal gelesen, es könnte auf Russisch sogar heißen Übertretung. Ja, aber Überschreitung. Aber genau darum geht es bei dem Raskolnikow. Bis zum Epilog. Was ist mit diesem poetischen Titel denn verschwunden? Schlimmert an dem Buch. Ich glaube, da ist etwas ganz Entscheidendes anders nuanciert in dem Titel. Es geht gar nicht darum, dass dieser Mensch Schuld auf sich geladen hat, weil er subjektiv kein Schuldgefühl und auch kein Reuegefühl hat. Raskolnikow landet im Epilog dort, wo der Dostojewski meistens seine Helden, für die er keine Verwendung mehr hat, entlagert, nämlich in Sibirien. Und dort, wo es doch eigentlich darum geht, dass er jetzt erlöst oder geläutert würde, wird noch einmal ausdrücklich festgestellt, dass er keine Reue empfindet. Deshalb war ich vorher ein bisschen stutzig, dass Sie sagten, er würde doch den Mord an einem Anführungszeichen lebensunwerten Leben dann doch relativieren. Ich sehe das nämlich überhaupt nicht. Er bereut es nicht und eigentlich wird dieser Mord Er leidet darunter, bevor er sie begeht. Er bereut sie nicht. Doch, natürlich. Also Augenblick. Natürlich bereut er sie. Er ist ein Neurotiker, der leidet, aber er würde auch leiden ohne den Mord. Augenblick. Also, Entschuldigung, der ganze zweite Teil des Buchs besteht nur aus Leiden an einer Tat, die sich weder in sich selbst gerechtfertigt hat, noch für die man Vergebung finden kann. Also, die Sache ist die, Sie sprechen von dem Wort Leiden sehr zu Recht, es gibt ein Wort von Dostojewski, sehr schön ist, dass sich deutsche junge Schriftsteller mal merken sollten, er hat mal gesagt, man muss viel gelitten haben, um einen Roman zu schreiben. Deutsche Schriftsteller schreiben oft einen Roman, weil sie das Bedürfnis haben, etwas zu publizieren. Aber so der direkte Zusammenhang mit den eigenen Leiden ist nicht immer da oder nicht erkennbar. Wenn ich mich richtig erinnere, hat Dostojewski diesen Roman aber zu einer Zeit geschrieben, wo er damit auch verzweifelt versucht hat, Geld zu verdienen. Also gelitten hat er trotzdem. Jeder gute Autor will Geld verdienen. Ja, das ist ja in Ordnung. Darüber braucht man nicht zu diskutieren. Nein. Das sind ganz schlimme Autoren, die kein Geld verdienen wollen. Ja, das ist mir auch klar. Das sind pathologische Typen. Gefährlich. Ich wollte dazu sagen, er hatte ja ursprünglich eine kleine Erzählung geplant, die er schnell schreiben wollte, und dann ist es sicher richtig. Nur ich stelle mir nicht gern diese Leidenden vor. Und ich möchte aber doch auf den Anlass zurückkommen, warum sprechen wir über das Buch? Weil es eine neue Übersetzung ist. Und diese neue Übersetzung macht zweierlei, und das sollte man, glaube ich, betonen. Die neue Übersetzung gibt den einzelnen Figuren etwas stärker als die alte Übersetzung,
genau lokalisierte und sozial lokalisierte Stimmen. Also auf einmal Berlinern Leute in einem Dossier. Ja, nur eine, nur ja, gut. Natascha. Ja, gut. Das ist wirklich aber eine Ausnahme. Und andere sprechen etwas, also Marmeladov spricht etwas gehaltener. Ja. Also es ist eine Neuübersetzung. Ja, sie hat, das war ja ihre Absicht. Ja, der Übersetzerin, ja, das sage ich als Vorteil dieser dass sie Übersetzung. Den einzelnen Personen ein psychisches Programm durch die Sprache. Ja, gibt, nun aber sagt es ist die aber Übersetzerin, und sagt die Übersetzerin, Dostojewski sei ein Autor, der sehr, sehr viele, im Original sehr, sehr viele Tonlagen habe und sehr, sehr lang schreibe, aber kein Wort sei überflüssig. Das kann ich im Original nicht nachprüfen. Ich habe mir nur einen Zeugen gesucht, nämlich Nabokov. Ach, Gott, ich habe mir Nabokov gesucht. Der Schweinehund. Ja, ich wollte sagen, er war ein Prophet, jetzt kommt das über den Stil, ein schwafelnder Journalist. Und über dieses Buch hier sagt er, und jene schauderhafte Faselei mit dem Titel, ich kann den jetzt ändern, Schuld und Sühne. Ja. Nein, ich habe nichts gegen Seelensuche und Selbstentblößung, aber der Ertrag von Seele, Sündigkeit, Sentimentalität und Zeitungsschreiberstil in diesen Büchern rechtfertigt kaum die weitschweifige und Werbesuche. Ja, aber dann hätte Frau Geier ja ein Wunderwerk vollbracht. Ja. Und selbst sie sei eigentlich Dostojewski, denn von Schwafeln, von Weitschweifigkeit ist jetzt in dieser Übersetzung nichts mehr da. Es ist kühl, sachlich und schlank geschrieben, jetzt in der neuen Übersetzung. Darf ich Sie darauf aufrufen? Ja, dass Schriftsteller sehr häufig gerade bedeutende über Literatur die größten Dummheiten schreiben, weil sie befangen in der eigenen literarischen Konzeption für eines anderen Autors wenig Verständnis haben. Dieser Nabokov, was der über Literatur geschrieben hat, sei geschenkt. Er hat die Lolita geschrieben, er hat Ada und Pnin geschrieben. Ich finde ihn einen großartigen Literaturkritiker halt und möchte auf Schlegel oder Sie zurückkommen. Ja. Wer weiß, wer es ist, Schlegel oder Sie hat doch gesagt, es kommt ein Punkt, wo ein Kritiker sich eingestehen muss, ob er etwas nicht ausstehen kann. Ja, gut, und Nabokov hat bei Dostojewski diesen Punkt gefunden. Lieber, ich bin immer für die Meinungsfreiheit, sogar in Sachen Dostojewski. Ungern. Dieser Nabokov hat auch unmenschliche Dummheiten über Thomas Mann geschrieben. Ja, aber der Nabokov hat in dieser Kritik, auf die Sie gerade hingewiesen haben, auch einen Satz hier herausgenommen. Er hat sozusagen Ihrer Methode folgend einen Satz aus einem 800-Seiten-Buch herausnehmen, den vorzeigen und sozusagen dem allgemeinen Hohngelächter preisgeben. Das war dieser Satz, wo sich Raskolnikow und die Dirne Sonja über die Heilige Schrift beugen und die Geschichte vom Lazarus miteinander lesen. Die ist gar nicht schlecht, die Szene. Dieser eine Satz, sagt der Nabokov nun wirklich nicht zu Unrecht, ist kitschig. Dieser Satz ist unerträglich sentimental. Und dann nimmt er gleich die Sonja her und sagt, die Sonja gehört in diese Reihe der händeringenden reinen Huren, die das 19. Jahrhundert in Fülle in der Literatur gezeigt hat. Und das ist unerträglich. Und da muss man sagen, hat der Nabokov an einem Punkt recht. Aber er verallgemeinert ihn dann so, dass er den ganzen Roman nicht gelten lassen will. Und da gebe ich wieder der Frau Aufermann recht. Das ist noch immer ein tolles Buch. Man kann es wirklich ideologisch, ist es unglaublich fragwürdig. Ich meine, er kann doch nicht verlangen, der Nabokov, dass Mitte des 19. Jahrhunderts sich die Leute in 11-12-jährige Mädchen verlieben. Wie gut, dass ich mich hinter Nabokov versteckt habe. Ja. Sonst würde ich das alles abkriegen. Aber ich wollte zu der Übersetzung sagen. Auch die neue Übersetzung wirft für mich manche Fragen auf. Zum Beispiel Fragen der Schreibung. Warum muss man in einer neuen Übersetzung, wenn man es nicht irgendwo abgeschrieben hat, Büro schreiben wie im 19. Jahrhundert? Ein Bürovorsteher wird da Bureau geschrieben. Ja, aber Herr Karasek, warum muss man, wo man schon... Angesichts dieser Riesenarbeit, die ich für so exzellent halte, nun ein Büro da herauszuziehen, wie eine Büroklammer. Liebe Frau Aufermann, ich bin noch vorsichtiger als Sie. Ich will gar nicht sagen, diese Übersetzung sei exzellent. Ich sage nur eins, das aber mit Sicherheit. Die ist erheblich besser als alle früheren Dostojewski. Es gibt 20 ungefähr. Es gibt zwei gebräuchliche in Deutschland, die sind einfach
sehr viel älter und deshalb erwähne ich das. Ja. Und jetzt komme ich dazu, wo ich sage, die Übersetzung ist nicht konsequent genug. Es werden russische Nahrungsmittel angegeben und da heißt es in einer älteren Übersetzung sehr richtig Toast. Hier heißt es getrocknetes Schwarzbrot. Aber und so weiter. Herr Karasek, also, es geht doch um die Stimmen. Es geht doch um die Stimmen habe ich vorher schon gerühmt. Die sind sehr, sehr Dialoge hervorragend. Ein dramatischer Roman. Ja, außerdem muss man doch sagen, dass jede Generation eine neue Dostojewski-Übersetzung braucht, so wie jede Generation mindestens eine neue Shakespeare-Übersetzung braucht. Wie kann man das besser testen, indem man sich das vorlesen lässt? Ich habe mir tatsächlich zwischen den Jahren das ganze Buch vorlesen lassen von meinem Mann. Und da, wie glücklich. Ja, das finde ich auch. Es war wunderbar. Und da ist mir natürlich diese verschiedene Färbung der Charaktere, die Frau Geier wirklich verstanden hat, in Sprache umzusetzen, so klar aufgefallen. Und wie schwer es ist, etwas laut zu lesen, so einen Roman laut zu lesen. Wir haben dann die andere Übersetzung genommen. Das hätten wir gar nicht geschafft. Ja. Es ist eine wirklich große Arbeit. Nein, es ist schon also der große Vorzug, das Väterchen. Alle diese Unseligkeiten sind weg. Aber was für mich doch das Allerwichtigste ist, über die Übersetzung können wir alle nur in Grenzen reden, weil keiner von uns wirklich gut Russisch kann. Ich konnte nur Übersetzung mit Übersetzung vergleichen. Und ich kann ein bisschen Russisch, aber viel zu wenig. Nein, mir geht es um etwas anderes. Ich will nicht verheimlichen, dass mich in meinem ganzen Leben wahrscheinlich kein Romancier so tief beeindruckt hat wie Dostojewski. Ich will nicht sagen, Dostojewski sei besser als Tolstoi. Quatsch, beide sind sie genial. Dostojewski hat mich schärfer, tiefer berührt. Und wie tief er mich berührt hat, habe ich an einer Sache gemerkt. Ich habe mal einen Film gesehen, eben die Verbrechen und Strafe, Schuld und Sühne damals. Ein amerikanischer Film, Hollywood-Film, mit Verlaub, Maria Schell. Nein, das waren die Brüder Karamasow. Das waren die, Dostojewski ist Dostojewski. Die Brüder Karamasow mit Maria Schell. Und es war daneben Jules Brünner als Dmitri Karamasow. Der Film ist abscheulich, der Film ist der letzte Dreck. Ich saß drin 2 Stunden und war glücklich. Denn der Dostojewski ist so stark, dass er jeden Kitsch es gibt durchbricht. Also, wenn man das an dieser Stelle erwähnen darf, natürlich gibt es deshalb wunderbare Dramatisierung des Raskolnikow, weil man dies auch im Kondensat hat das noch die Kraft. Ja. Und ich meine, man müsste taub und blind sein, wenn man nicht entdecken würde, dass neben dem Mord in Macbeth dies wahrscheinlich die ungeheuerlichste Mordschilderung ist, die ich aus der Literatur kenne. So ungefähr. Übrigens, kennen Sie die Bearbeitung, die habe ich mal in Ihrem Wien gesehen, in einem Kellertheater. Ja, im Kellertheater, daneben dem Burgtheater. Ich glaube, Café Landmann heißt das Lokal. Da gab es einen Keller und da wurde eine Dramatisierung von Leopold Ahlsen gespielt. Ja, Raskolnikow ist Ja, Raskolnikow. Ja, wohl von mittlerer Qualität. Ja. Es war hinreißend. Ja. Der Dostojewski ist so stark und die Dialoge sind ja immer dem Dostojewski entnommen. Er hat ja ganz szenische Dialoge geschrieben. Wer weiß, ob der Kerl nicht Filme geschrieben hätte in unserem Jahrhundert. Stimmt, ganz sicher. Ganz sicher. Dann noch schon weil er ein Spieler war und Geld brauchte. Es gibt eine Sache, die mich bei Dostojewski so tief immer getroffen hat. Es gibt ein Wort, wer hätte das gedacht, von unserem Goethe. Der hat Dostojewski noch nicht. Balzac hat er gekannt, Dostojewski noch nicht. Goethe hat mal gesagt, es gibt kein Verbrechen auf Erden, dessen er eigentlich nicht fähig gewesen Sie wissen, wäre. Dass dies ein Zitat ist, dessen nicht Quelle man sicher. Nicht finden kann. Kann man nicht. Nein, ich habe das auch mal zitiert. Stammt vielleicht auch von Reich-Ranitzky. Ja, aber dieses Zitat trifft mit Sicherheit auf Shakespeare zu. Der hat das war ein unglaublicher Schwein. Muss so ein Mann gewesen sein in Gedanken, so ein Mörder wie Richard III., glaube ich. Aber zurück zu Dostojewski. Der Mann war wirklich, glaube ich, aller Verbrechen imstande. Und ihm lag daran, es gibt eine tolle Szene, die es verbirgt. Er war bei Turgenew, den mochte er nicht leiden, den hielt er so für einen westlichen, verweichlichten Autor, den wollte er ärgern. Und da hat er ihm etwas gesagt, wenn der Nabokov das gekannt hätte, hätte ihm das gefallen. Da hat nämlich gesagt, ich habe mal ein 10-jähriges Mädchen vergewaltigt. Turgenew war entsetzt. Wahrscheinlich hat es der Dostojewski erfunden, um den Spießer zu ärgern.
Aber dazu war er fähig. Er hat ja eine Vergewaltigung. Aber damit kann man also nicht nur Spießer ärgern. Ja, ja, aber er hat, also ob das erfunden ist, dass Sigmund Freud hat darüber diesen großen Essay über Dostojewski geschrieben, wo das auch eine Rolle spielt. Das kommt so ja in Gut Stepanow, es kommt ja in einzelnen Werken, kommt das Motiv bei Dostojewski. Also da er so lange verjährt ist als Person, möchte ich nur darauf hinweisen, bei all unserer Begeisterung, was er als politischer Journalist für ein Unheil in der Welt angerichtet hat. Das wollen wir, glaube ich, auch nicht ganz verschweigen. Ja, lieber, nur mal, viele Leute würden klüger sein, wenn die keinen Journalismus trieben. Journalismus ein sehr gefährliches Gebiet. Es ist schon wahr, dass er ideologisch sehr fragwürdige Positionen vertreten hat. Natürlich. Nicht zuletzt ist Raskolnikow. Ja. Man könnte natürlich verkürzt sagen, er ist ein Präfaschist. Ja. Und er hat sich nie wirklich von ihm distanziert. Doch, es ist, gut, es ist keine Ich-Figur, mit dem sich der Autor identifiziert. So einfach ist es auch nicht. Insofern denke ich, dass es doch auch ein abschreckendes Buch vor dieser Selbstüberhebung eines sich selbst überhebenden Helden ist. Und es ist wohl, das darf man hinzufügen, wahrscheinlich dieser Roman Karamasows und der Idiot, vielleicht noch die Dämonen, sind die größten psychologischen Romane, die überhaupt je geschrieben wurden. Diese ungeheure Kraft der Psychologie, eine unheimliche Kraft. Erinnere ich mich an so eine Sache, es hat mal ein polnischer Kritiker, den kein Mensch in Deutschland kennt, ein hervorragender Mann namens Sandauer, der hat mal geschrieben, Dostojewski sei der einzige große Schriftsteller, bei dem man den Eindruck hat, während der Lektüre der großen Romane, dass er die Macht verliert. Er kann nicht das erzählen, was er möchte. Die Figuren machen sich selbst. Ja, das ist ja hier auch passiert. Es sollte eine kurze Geschichte werden. Ja, und sie machen sich selbst. Das ist ein unheimlicher Schriftsteller. Und ich glaube, wenn man jemandem was heutzutage empfehlen soll zum Lesen, diese Romane von Dostojewski, die sind überhaupt nicht überholt. Und die werden wohl heute auch anders gelesen als vor 100 Jahren. Apropos, das mit der Hure, die so sentimental ist und so. Das war vor 130 Jahren, da war die Literatur anders, die Motive, die Figuren wirken heute anders als damals. Ach, ich bitte Sie, nein, wirklich, also die Sentimentalisierung der Prostituierten ist wirklich ein bürgerliches Laster der Schriftsteller des 19. Jahrhunderts. Unerträglich. Ja, das gehört zu diesem Jahrhundert. Es hat ja auch Dostojewski wunderbar geschrieben, zu welcher ungeheuren Liebe Nicht-Prostituierte Frauen eben auch fähig sind, die nicht Huren sind. Es ist, die Liebe spielt ja, und zwar die Aufopferung einer Frau für einen Mann, eine enorme Rolle. Das ist absolut ein bürgerlicher Kitsch, das ist bürgerliche Heuchelei, ärgster Sorte. Bürgerlich schon, Kitsch nicht. William Guest, der Nächste. Ein etwas gewaltsamer Übergang. Ja, wir müssen. Ja. William. Es sagt der Lateiner, sed fugit inter ea und so weiter. Es flieht die Zeit, bitte. William Guest ist nicht mehr ganz jung. Er ist 70 Jahre alt, er ist Professor, er ist Philosoph, geboren in Midwest. Er lehrt in St. Louis. Er hat nicht viel geschrieben. In Deutsch gibt es bis jetzt zwei dünne Bände. Ein Erzählungsband Pattersons Kind, ein Band mit Skizzen vom Herzen im Herzen des Landes. Und nun ist herausgekommen das Buch von William Guest, Orden der Insekten. In diesem Buch gibt es drei Erzählungen. Alle drei Erzählungen handeln von Beobachtung, von einer Selbstbeobachtung, von einer Außenbeobachtung. Die erste Erzählung, Miss Mean, handelt von einem Beobachter, der eine Frau mit vier Kindern im Visier hat, die Nachbarin. Nicht nur diese Frau, sondern auch noch andere Nachbarn. Die zweite Geschichte heißt Orden der Insekten. Es geht um eine Frau, die von einem Insektenkoller befallen wird, die Katze mordet sie auf dem weichen Teppich und sie kann gar nichts anderes mehr denken, als ihre ganze Fantasie diesen Insekten zu widmen. Die dritte Erzählung handelt von einem Immobilienhändler, Fender. Das ist eine Erzählung vom Ende eines Lebens, sozusagen ein Zusammenblick, eine Vision, eine Todesvision. Er stirbt auch tatsächlich am Ende. Das ganze Leben oder das ganze letzte Jahr kreist nochmal in seiner Fantasie. Und das ist fokussiert Guest in dieser letzten Erzählung. Ja, ja. Ich habe Probleme mit dem Titel Orden der Insekten.
Das ist natürlich das englische Wort Order, das zugleich Orden als auch Ordnung heißt. Ich würde in dem Fall eigentlich befürworten, dass man es die Ordnung da gab der Insekten nennt. Da gab es einen Schriftwechsel, auch mit dem Übersetzer Jörg Lederach. Und man hat sich, ich kann es auch nicht ganz verstehen, auf diesen etwas merkwürdigen Titel geeinigt. Ja, aber Frau Löffler, Sie haben da Probleme nur mit dem Titel des Buches. Nein, ansonsten sonst würde ich sagen, ist das Buch Lesearbeit, ganz bestimmt. Ja. Und ich bin sehr froh, dass ich durch die Sendung genötigt war, es zu lesen, und zwar mit Aufmerksamkeit. Und ich habe es eigentlich mit immer größerer Begeisterung gelesen. Es ist schwierig, aber endlich einmal haben wir hier einen Autor, der vollkommen auf der Höhe der künstlerischen Mittel der Zeit ist. Vor allem der amerikanischen Mittel. Also der hat den Thomas Pynchon apperzipiert und er hat sozusagen die ganze Moderne, die amerikanische Moderne apperzipiert und hat sie in seine Literatur eingebracht. Und zwar nicht auf eine aufdringliche Weise, seht her, was ich alles gelesen habe und wie avantgardistisch ich bin, sondern es ist durchgearbeitet. Man kann dieses Buch auf sehr verschiedenen Ebenen lesen. Man kann es so lesen als eine Persiflage auf den amerikanischen Alltag, auf das alltägliche Böse. Man kann aber auch, und Sie sagten das sehr richtig, sehen, was dahinter ist. Es sind Theorien dahinter, aber man muss es nicht wissen. Und wenn man es weiß, macht es einem Spaß, sie zu entschlüsseln. Es sind Geschichten mit unendlich vielen Rätseln, zu denen kann man den Schlüssel haben, aber man braucht ihn nicht unbedingt. Also merkwürdigerweise, ich glaube, man muss Frau Löffler in einem Punkt sehr unterstützen und sagen, Lesen ist ja ein Vorgang, den man sehr weit streuen kann, von Schmökern, was man bei Frau Smiller machen kann, bis zum wirklich angestrengten Lesen. Dies ist am entgegengesetzten Endpunkt der Skala. Ich habe das Buch sehr entspannt im Urlaub gelesen und habe da eine Fixarbeit drauf verbringen müssen, obwohl es ganz dünn ist. Und mich hat eigentlich überzeugt, vielleicht weil ich da als einziges den Schlüssel habe, Sie werden erstaunt sein, nur die Insektengeschichte, die Titelgeschichte. Die hat mich sehr überzeugt, weil er da auch sprachlich und auch noch in der Übersetzung eine ungeheure Metaphorik für Vergänglichkeit, Skelettierung, Tod, Insekten sehen ja aus wie Tote und so weiter. Die erste Geschichte war eine dann doch für mich relativ harmlose Nachbarbeobachtungsgeschichte. Nein, das, ich glaube, das stimmt nicht. Was heißt das? Insekten sehen aus wie Tote. Sehen Flöhe wie Tote aus? Was heißt das? Das ist doch falsch. In dieser Geschichte. Ja, das sind Käfer. Ich dachte, alle Flöhe sind, und Wand. Nein, in dieser Geschichte, die Schalen, dieser von der Katze getöteten Insekten. Ich glaube, bei der ersten Geschichte geht es darum, ich beobachte die Welt, ich bin aber Teil dieser Welt. Also der Held beobachtet seine Nachbarn und versteckt sich dann selbst, weil er in dieses Bild seiner Beobachtung mit eingeht. Das ist der Schlüssel. Und, er versteckt sich und die Kinder finden ihn dann. Also er wird ertappt während seiner Arbeit sozusagen. Ja, aber jetzt zur dritten Geschichte. Die dritte Geschichte, die kam mir dann, und vielleicht ist mir da der falsche Schlüssel in die Hand geraten. Bei der dritten Geschichte habe ich mich ein bisschen geärgert, weil ich sie als Drama schon besser kenne. Ich habe an Mehmet, Hanglage, Meerblick gedacht und gedacht, wie viel überzeugender dieser Häusermakler, das geht ja um das Elend eines Häusermaklers, der nicht mehr imstande ist, ein Haus zu verkaufen, der sich also aus Tütennahrung ernährt und erfriert buchstäblich, weil er kein Geschäft mehr macht. Da habe ich gedacht, wie viel schärfer geht Mehmet da an die Wirklichkeit ran? Und wie viel muss sich dieser Autor bei Mehmet borgen? Aber vielleicht liegt das am falschen Schluss. Ich glaube, er hat gerade das persifliert. Weil er sagt, zum Schluss sagt er auch, wir müssen jetzt dahin, an den Ort, an den niemand will. Also die Wohnung, die keiner haben will, der Tod. Also er führt eigentlich dieses ganze große Thema der amerikanischen Literatur. Vertreter. Das Riesenvertreterthema, das kennen wir alle. Er führt das wirklich zum Endpunkt. Und das ich denke, man sollte nicht den einen gegen den anderen ausspielen. So gut dieses Hanglage-Mehrblick ist, aber es ist nicht die einzige Möglichkeit, mit der totalen inneren Devastierung von Immobilienmaklern in Amerika heute umzugehen. Nein, ich habe nur also diese ich denke, dass das Schwierigkeiten gehabt. Vielleicht eher wäre da eher bei Frau Auffermann, dass der Gers aus dieser Figur des Immobilienmaklers wirklich die große Metapher herausgelöst hat. Und zwar wahrscheinlich stärker
stärker und konsequenter, auch wahrscheinlich ultimativer und extremer, als es möglicherweise der Mehmet gemacht hat, ohne dass ich sie gegeneinander aufrechnen möchte. Es ist sehr merkwürdig. Ich habe dieses Buch mit heißem Bemühen von der ersten bis zur letzten Zeile gelesen. Und Sie haben mir ja bestätigt, das ist schwere Arbeit, dieses Buch lesen. Das habe ich an sich nicht gern, dass ich schwere Arbeit leisten muss. Wenn ich Dostojewski, Kafka, Thomas Mann oder Marcel Proust lese, ist es keine schwere Arbeit. Aber ja, gut, das ist so halt Literatur aus dem Jahr 1990. Ja. Und da muss es schwer sein. Wir kennen Bücher aus dem Jahr 90, die noch leichter, vernünftiger lesen werden. Aber schön. Es hat die Argumentation etwas von dem Glück, mein Gott, da gibt es Literatur, die ist nur noch für mich. Für alle anderen sind zu doof dazu. Ja, so denke ich. Der Guess ist so ein wahnsinnig elitärer Schriftsteller. Der macht einen so elitär. Das habe ich ganz allein. Das ist ein uraltes Argument gegen die Avantgarde. Das wird dadurch nicht schlechter. Das ist ein Standpunkt, den ich verstehe. Mein Standpunkt ist genau der umgekehrte. Ja. Das ist Literatur für mich nicht. Ich habe das gelesen, qualvoll. Und ich denke mir nur eins. Hätte ich das Buch nicht gelesen, hätte nur, was die drei Herrschaften hier gesagt haben, gehört, hätte ich mir gedacht, Gott, was für ein Chaos, ein Wirrwarr, was so alles über das Buch geredet wird. Vielleicht ist das Buch eben von dieser Art, wenn man nichts über ein Buch sagen kann. Wir sind manchmal auch chaotisch, wenn das Buch in Ordnung ist. Also eins ist sicher, wenn man über ein Buch nichts sagen kann, sagt man eine dolle Metapher. Metapher ist es immer. Nein. Wir müssen uns nicht einigen und wir werden uns nicht einigen. Ich bin von dieser Prosa nicht überzeugt, nicht im geringsten. Ich glaube nicht, dass das die moderne Literatur von heute ist und mit Pynchon schon gar nicht vergleichbar. Aber jedem das Seine, Herr Karasek, Leon de Winter. Ja, Hoffmannshunger ist ein Roman, da kann man dazu sagen, was Sie vorher gesagt haben, er wird nämlich schon verfilmt. Es ist ein glänzender Filmstoff. Der Roman handelt von drei Männern und zwei Frauen, die ineinander verstrickt sind durch Schicksale. Der eine Mann, die Hauptperson, ist Botschafter der Niederlande in Prag in einem sehr wichtigen Zeitpunkt, als der Kommunismus gerade zu Ende geht, aber noch mal seine Zähne zeigt. 89. Ja, 89. Die zweite Figur ist ein amerikanischer Geheimdienstchef, der Berührungsängste hat und mit der Frau des Botschafters früher ein Verhältnis. Und das dritte ist ein fresskranker Amerikaner, der in Prag Zeuge einer gewaltsamen Entführung eines Spions wird. Der Hoffmann ist auch ein bisschen fresskrank. Ja, der Hoffmann ist fress- und trinkkrank. Ja, also das ist bei den allen. Ja. Hoffmann selber ist Jude. Seine Eltern sind in der Nazizeit umgebracht worden. Er war als Kind auf einem Bauernhof versteckt. Und er liest jetzt Spinoza. Er liest eine fragmentarische Abhandlung von Spinoza. Und während er den Sinn des Lebens sucht, den er auch dadurch verloren hat, dass seine beiden Zwillingstöchter, die eine als Kind an Leukämie, die andere, weil sie daraufhin vernachlässigt sich fühlte von den Eltern, dass sie überlebt hat und Schuldgefühle entwickelte, hat sich als Striptease-Tänzerin und nackt sie hat pornografische Filme als Aktrice gespielt und hat sich umgebracht mit Rauschgift. Und Hoffmann versucht jetzt an Spinoza, und das ist der schöne Trick dieses Buchs, den Sinn des Lebens sozusagen sich wenigstens aus der Philosophie zu holen. Er wählt ein Fragment, wo es nicht zur letzten Lösung kommt. Aber dieses Spinoza-Fragment hat zum Thema eigentlich, wenn man die Ordnung der Welt erkennt, dann wird man auch den Sinn. Das ist die Frage nach Gott, der pantheistische Philosophie von Spinoza. Dann wird man auch den Sinn seiner eigenen Erkenntnis und damit den Sinn seines Lebens finden. Das gelingt Hoffmann nicht. Es gibt dann ein etwas reißerisches Ende. Er verliebt sich in eine tschechische Spionin, gibt der auch Geheimnisse preis. Und die schöne Schlusspointe dieses etwas reißerischen Endes ist,
dass die Spionage eigentlich eine Zeit lang überflüssig wird, weil Ost und West nicht mehr trennbar sind. Keine so dolle Pointe. Aber bitte eine Frage. Ich möchte nur eine Frage stellen. Sagen Sie bitte, finden Sie diese Frage, die in dem Roman mehrfach gestellt wird, nach dem Sinn des Lebens und Gott und dergleichen, ist das eigentlich angemessen? Ist das nicht ein bisschen peinlich in dem Roman? Mich interessiert ja eins. Bitte, Frau, Sie haben immer den Vor. Bitte. Ich hatte das starke Gefühl, dass er eigentlich ein ganz anderes Buch hätte schreiben wollen, es sich aber nicht getraut hat. Ich glaube, er wollte eigentlich eine Biografie schreiben und war ein bisschen zu feige. Eine Autobiografie. Eine Autobiografie. Ja, war ein ganz klein bisschen oder ein ganz großes bisschen zu feige und hat sich nun diese Agentengeschichte geholt und sie da rein geschlungen, damit auch alles, was miteinander zu tun hat, in Gottes Willen. Und diese ganze Verflechtung zieht dieses schöne Talent, sehr intensiv etwas zu beschreiben, für mich auseinander. Und Sie sagten, wie wunderbar er Spinoza verflochten hat. Das kam mir aber so aufgesetzt vor und eigentlich ein Beispiel dafür, dass es gar keinen Sinn hat, Philosophen zu lesen. Man kann also nachts Champagner... Ich habe etwas geheuchelt, weil Herr Reich-Ranitzky mich jedes Mal ermahnt, Bücher möglichst neutral vorzustellen. Und da bin ich von meinem eigentlichen Eindruck vielleicht zu sehr ins andere Extrem gerutscht. Nein. Ich will nur so sagen, das Buch ist in der Tat verschenkt an den Agentenroman. Ja, verschenkt. Aber der Mann zeigt zwischendurch, zum Beispiel in der Schilderung dieser einsamen Nächte und der ganzen Verdauungstätigkeiten des Herrn Hoffmann. Also das habe ich zum letzten Mal besser bei Vargas Llosa gelesen, ja, Lob der Schwiegermutter. Gut. Ja. Aber er zeigt da schon ein beträchtliches schreiberisches Talent, ohne Zweifel. An dem Buch ärgert man sich, weil es als Agentenroman ist es nicht spannend genug. Der Agentenroman ist etwas oberflächlich und von der Handlung. Und als anderes Buch ist es zu sehr Agentenroman. Ja. Also es ist ein bisschen ein Zwitter. Naja, das Buch haben wir doch von Leuten. Er tut dem Buch ein Unrecht an. Er tut dem Buch ein Unrecht an. Und ich glaube, wir haben diesem Fräulein Smiller von dem Peter Hoeg auch ein Unrecht angetan. Verführt von den sinnlosen deutschen Kritiken. Ich meine Folgendes. Es kommt bei einem Buch, zumal bei einem Roman dieser Art, doch nicht darauf an, dass wir sagen, es ist gut oder schlecht, mittelmäßig, sondern dass man es richtig einordnet. Betrachtet man das Buch von Leon de Winter und das von dem Hoeg auch als wichtige, beachtliche Literatur, dann muss man es negativ beurteilen und man tut dem Buch ein Unrecht an. Das ist ein ganz oberflächliches Buch, dieses Leon de Winter, ist ein Thriller, geschrieben für eine Verfilmung und das ist gar nicht so schlecht geschrieben. Meine Einwände sind anderer Art. Mein Einwand ist nicht Gott und Philosophie und alles so. Mein Einwand ist, muss in einem Buch so viel gekotzt werden? Es wird da unentwegt gekotzt in dem Buch. Nein, ich meine, ich weiß, auch das gehört zum menschlichen Leben. Weiter. Da sitzt der Mann auf dem Klo. Er leidet an Verstopfung. Ernste Sache, schlimme Sache. Wie oft kann ich Beschreibungen der Verstopfung ertragen in diesem Buch? Das ist doch lächerlich. Das ist doch alles. Ich meine, muss man das lesen? Denn Sie haben recht. Agenten-Thriller. Aber so spannend ist der Thriller nicht. Also es aber ist schon minderwertig. Ich würde mich sehr dagegen wehren, ihn mit dem Hoeg in einem Atemzug zu nennen. Das ist was der Vergleich. Ja, das ist gar kein Zweifel, dass Hoffmanns Hunger in Ansätzen. Wie gesagt, ich gebe Frau Auffermann völlig recht. Da steckt in Nutze eine ganz großartige Autobiografie drin, die er ein bisschen an einem Drehbuch sozusagen weggegeben hat. Im Übrigen kann das ein sehr guter Film werden, weil die Figuren das nachliefern können. Aber eines muss man doch sagen, dieses Buch handelt natürlich von Leuten, die sich überfressen. Und er hat ein bisschen die Tendenz, selber sich zu überfressen. Der Roman überfrisst sich an Motiven. Sie haben schon sehr viele Motive genannt, aber eines würde ich vielleicht doch noch ein bisschen versuchen herauszustellen. Hoffmann als Figur ist natürlich eigentlich Ahasver.
Das ist der Jude, der nirgends sich beheimatet fühlt, nirgends Heimat findet. Und das ist auch autobiografisch natürlich von De Winter sehr herzuleiten. Aber vor allem ist es auch von Hoffmanns Biografie, wie sie erzählt wird, herzuleiten. Der Mann, der sagt, er hat eigentlich ständig Schuldgefühle, dass er überhaupt am Leben ist. Deswegen er hat, trinkt er so viel. Moment, er hat Schuldgefühle, so er sagt, die Luft zu atmen, in der die Asche meiner Eltern aus Auschwitz wahrscheinlich noch herrscht. Noch vorhanden ist. Er hat Schuldgefühle, auf dem Erdboden zu treten, in dem seine beiden Kinder begraben sind. Also eigentlich ist es genau das Thema, das wir schon so oft in der Literatur hatten, hier noch einmal und ich finde auf sehr eindringliche Weise beschrieben, dass die unglaublichen Schuldgefühle, die ein Überlebender des Holocaust hat. Ja, dass er überhaupt nicht mehr in das Leben hineinfindet. Wir haben das gesehen bei Primo Levi, wir haben das gesehen bei Jean Améry, wir haben jede Menge von Autoren, die genau daran gelitten haben. Und das wird hier noch einmal thematisiert. Ja, aber Primo Levi und Jean Améry ist primär essayistisch gewesen. Bei Jean Améry gibt es nur einen Roman und der hat damit nicht viel zu tun. Der war schlecht. Ja, aber diese Hauptfigur, Hoffmann, leidet genau darunter. Der findet in das Leben nicht mehr herein. Ja. Ja, aber das hat doch Frau Auffermann schon, wir drehen uns ein bisschen im Kreis. Das ist ein großes Thema, die Autobiografie, und die hat er in diesem Agentenroman nicht geschrieben. Fertig. Ja, also so ist es. Eigentlich ist es das. Ja. Dieser Einwand, das ist ein autobiografischer Stoff und im Zentrum ist letztlich ein autobiografisches Motiv. Du beschäftigst dich seit 15 Jahren damit. Vollkommen richtig. Nur, ich kenne keinen einzigen großen Roman, jedenfalls in unserem Jahrhundert, der nicht in irgendeinem Sinne autobiografisch wäre oder ein autobiografisches Motiv im Zentrum haben würde. Das ist immer da. Das hilft mir gar nicht. Romane, es soll Ihnen nicht helfen, nur der Autor hat sie sich vorgenommen, seine Autor. Man weiß, hat daraus einen Thriller und einen Gut, ja, das ist eine Feststellung. Ich erzähle es nicht, um Ihnen zu helfen. Ich würde doch diese Agenten-Story nicht so wichtig nehmen. Die wird ja nur so nebenbei erzählt. Das kann man so nicht sagen. Da gibt es das Verhör in Amerika, da gibt es das Phasen das in ist eine ganz lange Phase, wo der Verräter bietet das und das an, damit er seine Frau umbringen kann. Also die Praktiken des Kalten Kriegs in dem Geheimdienst spielen in dem Buch sicher eine große Rolle. Also mir hat die Hauptfigur eigentlich mir einen viel tieferen Eindruck gemacht. Der Mann, der sich jede Nacht anfrisst, aus lauter Verzweiflung. Er kann nicht mehr schlafen, er frisst und er liest dabei Spinoza, die Geschichte über das Glück. Das heißt, er versucht, seinen Geist auf Diät zu setzen, während er seinen Körper mästet. Frau Löffler, das Programm lässt sich sehr schön nachbuchstabieren. Das ist das Programm, was Sie erzählen. Mich hat das sehr berührt. Gut, ein Buch ist so viel wert, wie viel sich der Leser daraus macht. Sie haben sich aus diesem Buch was gemacht, ist Ihr gutes Recht. Nur, ich möchte Herrn Reich-Ranicki und auch Ihnen gegenüber doch den Einwand noch riskieren zu sagen, weil Sie das mit dem Verdauungstrakt und mit dem Kotzen und so weiter erwähnen. Ein Mann, der sich jede Nacht überfrisst, weil er schlaflos ist, dass der diese Krankheit sehr ausführlich schildert. Und es ist wirklich so, es mag nicht auf der Höhe anderer Schilderungen sein, aber es ist eigentlich ihm sehr eindringlich gelungen, das zu schildern, ohne dass einem dabei... Ich verstehe, was Sie meinen, aber ich bin nicht mit Ihnen einverstanden. Zunächst einmal, natürlich, es ist das Recht eines Schriftstellers, eines Romanciers, wenn er es für nötig hielt, alles im Klo zu beschreiben, mit allen Details, mit welchem Erfolg er sich da bemüht und mit welchem Misserfolg der Held. Und er kann auch ihn kotzen lassen, so oft er will. Es kommt darauf an, wie das geschrieben ist. Ich glaube nicht, dass er schriftstellerisch den Motiven gewachsen ist. Und ich glaube, dies ist der Hauptgrund, dass er den ursprünglichen Motiven ausgewichen ist in diese Thriller-Story, weil er damit nicht zurande kam. Dass das ein großes Thema ist, ein autobiografisches obendrein, unterliegt keinem Zweifel. Aber es ist letztlich nach meinem Empfinden, flaches, etwas billiges Buch. Man kann es mit einzelnen Motiven oder Szenen retten, wie man letztlich die Smiller ja auch noch bis zur Seite 180. Recht haben Sie, bis Seite 180 das weiter. Ich habe noch weiter gelesen. Furchtbar. Ich auch. Ja, furchtbar. Ja, nein, ich glaube nicht, dass das so überzeugend ist. Die Sache ist aber die, eine Frage allgemeinerer Art.
Es werden jetzt wahnsinnig viele Bücher, die wir gar nicht hier machen können, weil wir nicht die Zeit haben. Dänische, schwedische, norwegische, holländische Bücher, ausländische Bücher aus allen Ländern der Welt. Viele sehr schlechte Bücher, schwache, ins Deutsche übersetzt. Was verbirgt sich eigentlich dahinter? Offenbar zwei Dinge. Erstens, dass Bücher gekauft werden. Verleger sind ja Menschen, die Bücher machen, um sie zu verkaufen. Sind ja keine Priester der heiligen Kunst, die Verleger, sondern kaufen. Naja, also dieses Buch, ich will mal von der Verallgemeinerung zurück, warum man sich doch mit solchen Büchern auch hier beschäftigen kann, auch wenn jetzt der Eindruck entstanden ist, Gott, was tun wir uns, machen wir uns die Hände schmutzig an sowas billigen und so. Das ist, glaube ich, etwas falsch. Denn ich glaube an sowohl an, vor allen Dingen an Hoffmanns Hunger, kann man eins klar machen, welche Thematik interessiert die Leser? Ja. Mit welcher Thematik kann man das Publikum erreichen? Wir machen erreichen? Uns die Finger nicht dreckig, das hat noch keiner gesagt. Gut, ich wollte das nur verdauen. Zur Arbeit des Bakteriologen gehört auch die Antikot-Analyse. Die gehört auch zu unserem Beruf, leider. Aber Freunde, wir nähern uns dem Ende. Ich glaube, diesmal können wir wirklich sagen, und ich wiederhole, das Wort ist, weil ich immer wieder danach schriftlich gefragt werde, nicht von Goethe und nicht von Schiller, sondern von Bertolt Brecht aus dem Stück Der gute Mensch von Sichuan aus dem Epilog. Und also eines sehen der schwächsten Stücke von Brecht. Aus dem wir wollen jetzt über Brecht diskutieren. Nein, wir sagen jetzt, wir sehen betroffen den Vorhang zu und alle Fragen offen. Thank you.